Carla Paul. Carla Paul ist süchtig nach Büchern und, wie das in jeder anständigen Junkie-Szene auch so ist, nach dem Austausch danach. Man kennt sie dort als Bloggerin und als Redaktionsleiterin von Lovely Books. Seit 2000 schreibt sie für Literaturredaktionen im On- und Offline-Bereich. Versuche des Web 2.0, eine Social-Media-Plattform ohne sie zu initiieren, sind bislang gescheitert. Die Insignien ihrer Expertinnenschaft, in der linken Hand ein Buch, in der rechten ein Smartphone. 2014 wird ihr erstes Buch, das Alphabet der Bücher, im Heine Verlag erscheinen. Jo Ländle. Der Posterboy der deutschen Verlagslandschaft wurde 1968 in Osnabrück geboren und war bis 2012 dann nicht mehr vor Ort. Er schrieb gerne Blogs auf Papier, liest gerne Zahlen, lieber aber andere Sachen. Studium der Kulturwissenschaften und Literatur in Hildesheim, Montreal und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ab 1997 Lektor und Programmleiter im Dumont Verlag. Ab 2010 verlegerischer Geschäftsführer. Ich hatte ursprünglich jedoch, das können Sie mir glauben, nie den Vorsatz, selbst Verleger zu werden, so Oton Jo Ländle. 2014 wird er verlegerischer Geschäftsführer der Hansa Verlage. Guten Tag, ich wurde jetzt gerade verbunden und ich habe halt Ihrer Kollegin gerade erzählt, also habe ich halt irgendwie schon alles erzählt. Muss ich das jetzt nochmal machen oder wissen Sie jetzt schon Bescheid? Ja, ich weiß nur, dass es um Goethe geht. Ja, cool. Also mein Name ist erstmal Max und ich habe halt jetzt irgendwie gerade mein Abitur gemacht und ich habe mir überlegt, ich will halt Deutsch irgendwie auf Lehramt studieren. Und dann muss man ja auch mal so ein paar Klassiker gelesen haben. Und dann habe ich halt dieses Reineke Fuchs halt von Goethe gelesen jetzt. Und ja. Da habe ich so ein paar Verständnisfragen, weil ich glaube halt, ich habe ein paar Sachen nicht verstanden irgendwie. Ja. Also zum einen habe ich mir halt notiert, so, warum sprechen die Tiere? Ich fürchte allerdings ehrlich gesagt, dass ich da auch nicht ganz der richtige Ansprechpartner bin. Ah cool, könnten Sie mich dann irgendwie mit einem Vorgesetzten verbinden, der mir das dann vielleicht erklären könnte? Ja, weil das, also Sie haben das Buch doch rausgegeben, also, oder, ja, oder Sie geben mir halt einfach die Nummer irgendwie vom Autor und dann rufe ich halt den an, so. In der Bibliothek, also auch im Buchhandel, Bücher, für die sowas erklären, oder Sie wenden sich vielleicht mal an den Prof für Literaturwissenschaft an der Uni. Aber der, also ich meine, der hat ja damit eigentlich nichts zu tun und wenn Sie die Sachen halt verkaufen, dann müssen Sie mir das ja auch eigentlich erklären dann. Ja, weil ich verstehe halt nicht, warum sprechen die Tiere und ich habe halt irgendwie oft an Hitler gedacht in dem Buch. Ja, so, und Sie doch einfach irgendwie mal eine schriftliche Anfrage an den Verlag, dann kann das auch weitergeleitet werden. Aber das dauert doch dann. Erklären Sie mir doch bitte, können Sie mir nicht einfach kurz sagen, ich meine, Sie haben das doch sicher auch gelesen, warum sprechen halt die Tiere da drin? Ich lege auf. Entschuldigung. Hallo, habe ich gerade mit Ihnen telefoniert? Genau, ja. Ah, cool. Ja, ich glaube, es war irgendwie, keine Ahnung, abgebrochen dann oder so. Wie gesagt, ich kann Ihnen, Sie schreiben einfach info@hansa.de und dann können wir das weiterleiten. Aber ich kann Sie jetzt nicht mit jemandem verbinden. Okay, aber also, Wie gesagt, zwischenzeitlich können Sie gerne, es gibt dazu, gerade zu dieser Lektüre und gerade zu Goethe, Unmengen an Lektüre, Schlüsseln und so weiter, wo man schlau machen kann. Schlüssel wohin dann? Ja, ich meine, ich bin ja Kunde und es gibt doch dieses geflügelte Wort, diesen geflügelten Satz, der Kunde ist König und ich fühle mich... Genau, unsere Kunden sind in erster Linie Wiederverkäufer und sie können gerne
gerne, wenn Sie da eine Frage haben, wie Sie eine Lektüre entschlüsseln, zu Ihrem Buchhändler des Vertrauens gehen und der kann Ihnen dann sicher weiterhelfen, indem er Ihnen empfiehlt. Ich habe das halt bei Amazon gekauft. Und wer ruft mich dann an? Ich würde dann einen entsprechenden Kollegen weiterleiten. Sagen Sie mir nochmal Ihren Namen. Das ist Max. Und der Nachname? Den möchte ich irgendwie nicht sagen. Mhm. Alles klar, okay, dann leite ich das mal so weiter, Ihre Anfrage. Und wie lange dauert so diese Bearbeitung? Ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die Kollegen gerade eben an Arbeit auch auf ihrem Schreibtisch haben. Ja, aber ich meine, wenn es so einen Kundenbetreuer gibt, dann muss dem ja, das ist ja auch wichtig sein, dass halt Kundenanfragen dann auch schnell bearbeitet werden. Es ist ja schon irgendwie so Servicewüste-mäßig, also. Mhm. Gut, also wie gesagt, ich kann Ihnen das trotzdem nicht versprechen. Wir versuchen, die Kundenanfrage zeitnah zu beantworten. Ja, ich gebe so weiter. Ja, aber warum sprechen die Tiere in dem Buch halt? Manchmal hat man dann doch ganz schwierige Fragen als Leser und würde sie gerne vom Verlag beantwortet haben. Eine direkte, erwünschte und funktionierende Kommunikationsebene von Leser und Verlagen gibt es aber nicht. Liebe Carla Paul, lieber Jo Lendle, das ist sehr schade. Wir stellen uns die Frage, was könnte beispielsweise Hansa tun, um stärker mit dem Leser in Verbindung zu treten? Und wie könnte man den Leser motivieren, stärker mit dem Verlag in Verbindung zu treten?